Ja, ein freundliches Hallo zurück an alle, die ihren Bildschirm gerade gegrüßt haben. Wir sind wieder zurück mit einem Let's Play Pokémon Silber und befinden uns noch immer in der Arena von Dukatia City auf der Suche bzw. Schritt für Schritt annähernd an den Farborden. Okay, da war's schon. Und unser lieber Bloody meinte gerade, dass man früher auf dem Gameboy die Linien dieses seltsamen schwarzen Nichts sehen konnte. Definitiv. Hier aber gerade absolut unmöglich. Du. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Es kann natürlich auch sein, dass ich kann ja auch einen ins Gesicht kann auch sein, dass man. Achso, nee, in Kokas Arena hat man es auch. Da hat man es gesehen. Hier konnte man es auch ein bisschen sehen. Dorothea schickt Alpollo. My favorite! Haunter. Ich habe ein T-Shirt mit diesem Sprite. Es setzt Fluch ein. Das ist sehr nett von ihm. Danke. Denn dadurch können wir es. Ja. Du wechselst jetzt schon. Warum? Weil das mein Hapsi mal beenden, was es begonnen hat. Wenn ich es in 3 Runden nicht besiegt habe, stirbt es. Man merkt, dass du nur damals als junges Kind gespielt hast, weil irgendwann. Man merkt, dass du überhaupt kein risikofreudiger. Immer nur taktisch spielen da. Ich bin competitive. Ich habe ein bisschen im competitive gespielt. Da musst du einfach taktisch spielen. Und ich weiß nicht, was daran so schlimm ist, sein Pokémon nicht zu opfern. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Siehst du? Also töten wir es. Dieses blöde Alpollo. Es ist nicht blöd. Du bist blöd. Geh doch nach Hause. Ja. Das war wieder mal ein lustiger Spruch, präsentiert von Morphus. Morphus. Stay tuned. Das war mein Jingle. Den musst du jetzt immer so bringen. Ich habe mir jeden einzelnen Ton gemerkt. Ich kann ihn zwar nicht nachmachen, aber ich weiß genau, wenn du ihn änderst. Oh, das war knapp. Das sind mindestens noch 3 Erfahrungspunkte. Bass? Na los, gib den Tipp, du Schachtel. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen. Nein. 26 noch. Oh. Da hast du jetzt extra nachgeguckt. Lass dir doch einen Tipp geben. Achso, die hat einen Tipp für uns. Ja, egal. Interessiert uns das? Nein. Ich meine, ich kenne jetzt den Weg wieder. Warum lese ich das eigentlich nicht? Naja, weil das war wirklich sehr poetisch gerade. Wer schnell lesen konnte, der hat das mitbekommen. Weiser Heribert. Alpollo, mal wieder. 24. Nee, 22. Okay, fast. Aber wenn man die 2 und die 2 zusammen addiert, dann ist eine 4 und dann ist es 24. Schnarrbel. Okay, das war... Jetzt kann ich Hapsi mal zu Ende bringen lassen. Ich glaube, das wirst du müssen. Du kannst nicht nur. Wir schnarrbeln ihn mal, aber durch den Fluch könnte ich sogar noch schaffen. Ich weiß gar nicht, ob Hapsi schon den Flugtyp hat, weil dann könnte er mit Schlecker nicht viel anfangen. Wir haben es geschafft! So, spezielle 891 Erfahrungspunkte. Plonk. Weil die nämlich cool und so. Wegen weil. Die weil. Sieg und Niederlage, ich hatte alles irgendwie so. Hahaha, Mumu. Du bist nach rechts gegangen. Und jetzt nach oben. Und jetzt nach links. Ach so, na klar, ich bin ja. Da war ja gar kein Platz mehr. Na, bist du besoffen? Ja. Es ist ein Pfad, der nur aus Einheiten besteht, oder gibt es auch Flächen von 4? Nein, es gibt oder keine so? Flächen. Okay. Düdel. Oh, schwer das. Ich hab bitte lass die Oma in Ruhe, ja? Ja, wen wir hier, Olle. Zenobia. Medium Zenobia. Medium Zenobia. Das klingt wie ein Harry Potter Zauberspruch, um das Schnitzel durchzubraten.
Medium Zenobia. Ich würde Zenobia sagen. Brutzel. Leviosa. Ja, genau, so ungefähr. Aber würdest du nicht auch Zenobia sagen? Medium Zenobia. Ne, ich würde ja, das okay, würde stimmt, das stimmt. Aber das ist dann halt nichts für ein Schnitzel halt. Sondern für ein schönes, wie sind diese teuren argentinischen? Angus. Angus, genau. Schnitzel. Ha, dein Fluch bringt dir gar nichts, wenn du das einzige Pokémon warst, du Penner. Und selbst wenn du nicht das einzige Pokémon warst, dann ist dir nichts. Das ist ja echt Apollo Overload hier. Ja, das ist wie, wie Eulen. Zubat in der... Wie Eulen. Achso, die sind so omnipräsent. Ja. Ja. Kennt ihr das, liebe Zuhörer? Ich weiß nicht, ob sich das Video in 16 Jahren nochmal jemand anguckt, aber jetzt hier... Da so wird sich vielleicht doch geändert haben. 2015, überall sind Eulen. Wo man hingeht, Eulen. Du kommst irgendwo in den Raum, dann bist du in dem Raum drin und denkst dir, Eulen. Man kommt in die Informatikvorlesung und sieht alles Nachteulen. Eulen, ja, so ist es. Ist unglaublich. Ja, der liebe Morphus war einmal ein Eulen-Fan. Aber jetzt werde ich ja verpönt als Mitläufer, weil überall Eulen sind. Und schon habe ich gedacht, ey, jetzt sammelst du Katzenhaut. Und seitdem häute ich leidenschaftlich Katzen. Tut mir leid. Ich muss natürlich so einen Spruch trinken, während Morphus am Trinken ist. Morphus war nicht am Trinken, Blatt, war am Trinken, Blatt, aber egal. Oh, Junge. Tut mir leid. Seid froh, Leute, dass ich keine Facecam alles. Ihr hättet euch gerade genauso vor Lachen den Mund halten müssen wie ich. Oh, wie dumm ist. Oh nein, bitte nicht. Was denn? Ich hoffe, ihr besiegt McNovenza noch. Schlimm. Ich kann nur Rankenhieb einsetzen. Ich habe nur noch 7 davon. Ich glaube, ich könnte es nicht ganz schaffen. Ihn mach doch mal Wickel. Ja, Wickel. Eine normale Attacke auf ein Geist-Pokémon. Ist klar, ich habe keinen. Pavati. Immer noch. Schläft aber ziemlich lange. Sonst könnte ich es mal versuchen zu vergiften. Haben Geister-Pokémon eigentlich Materie? Also könnte man die so streicheln oder in die Hand geben? Oder würde man so durch? Ich glaube, also da physische Attacken auf sie wirken, man sie sehr cool, fühlt, sind sie schon eine halbe Materie. Bei Apollo stand mal im Pokédex früher, wenn... Natürlich, das kann durch Wände... Scheiß Groll. Hä, warum machst du nicht es einfach... Es ist ja schon Gift-Typ. Ich kann nichts machen. Mach mal Wickel, vielleicht ist irgendwann... Ja, hier. Vielleicht haben wir einen Bug. Nein, wir haben keinen Bug. Willst du dich jetzt totschleckern lassen? Ich könnte, ja. Schlecker. Ich könnte es einschläfern. Weißt du, Gift wirkt ja nicht, weil es ein Gift-Pokémon ist. Oder? War das so? Ist Apollo schon Gift? Machen wir einen Versuch. Es hat keine Wirkung. Aber wir hauen jetzt einfach irgendwas rein, weil es wird uns eh töten. Groll gemacht. Sorry. Es hat sich selbst getötet. Episch. Oh, sehr... Praise the Emperor. Nebu Lang. Da ist der Nebu Lang ab. Joseph Smith war ein Prophet. Dum 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 dum. Oh ja, Fluch. Ach komm. Bitte. Dum, also, dum, 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 dum. Blink. Das Buch Mormon. Nebulak hat Fluch eingesetzt. Dum, 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 dum. Obwohl es weniger als die Hälfte hat. Dum, 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 dum. Flame hat nichts gemacht und zugeschaut. Schlau, 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 schlau. Nebulak ist gestorben. Ich wette, du traust dich nicht, einen Schritt nach oben zu gehen. Haha! Und jetzt einen nach rechts. Schade. Wer ist denn der Arenaleiter? Jens! Jürgen? Ein freundlicher Gruß geht an meinen Bruder, der sich das Let's Play wahrscheinlich nicht anguckt, aber der heißt Jens. Okay. Oh, 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 hat der ein Apollo zu Hause? Nein. Ich habe nur eins aus Plüsch. Nein, das ist Schwachsinn. Ich finde es niedlich. Nicht Apollo. Ach so. Ihm den Trank zu geben. Hier in Teak City. Achso, nee, mach du. Du hast eine. Ich
Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Ich habe gerade verzehrt gelesen. Zum Thema Katzenhaar. Hier in Teak City werden Pokémon verzehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon am leckersten sind. Nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen Kräutergarten. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die gar nicht da sind. Andere nennen das auch Drogen. Ich nenne es Training. Noch ein wenig mit Rosmarin? Mit ein wenig mehr. Könnte ich eine... Nein, du hättest Rosmarin sagen müssen. Rosmarin. Könnte ich die Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Rosmarin. Rosemary. Jens. Jens ist übrigens eine Leiter. Leiter Jens? Ja. Also mit Die fangen immer mit den schlechtesten an von den Trainern in ihrer Arena, habe ich das Gefühl. Einfach um zu sagen, ey, guck mal. Nebulax setzt Fluch ein. Dum 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 dum. Kostet die halben KP. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Oh, es hegt Groll. Oh nein. Ich blute übrigens. Oh, spontan angefangen am Finger zu bluten. Blutest. Ja, ich fange manchmal spontan an. Warum steht da spezielle? Ach so, es ist ja nicht. Es ist ja. Wir sind ja nicht der Ort. Es ist geklaut. Flotter Adde. Wie ist denn da? Ach, das weißt du ja wieder nicht. Wollte ich gerade fragen, wie die Werte deines Lieblings-Pokémon sind. Ob es speziell sehr gut ist. Das finden wir einfach raus. Wo geht Apollo hin, wenn Horrorblick fehlschlägt? Zur Apollo-Optik? Nein! In 20, oh nein. 21 KP abgezogen. Nacktnebel. Nacktnebel ist ganz schön gute Attacke. Dafür sind wir jetzt Level 22. 22. So, jetzt kommt... Gengar! Kennst du das Gegenteil von Gengar? Nee. Gengungar. Und du meinst Gengro? Ja. So ungefähr. Und was, wenn... Damn. Was ist, wenn Gengar Explosion macht? Gangbang? Dein Ernst? Ja. Okay. Es sind alles improvisierte Witze hier, ja? Wir skripten nicht, wir googeln nicht, wir benutzen keine Suchmaschine, sondern wir sind hier live und der Humor ist frisch aus der Dose. Ist frischer Humor! So hat Morpheus gerade da. Hass nicht drauf, Fußkick zu machen. Ah, yeah. I see what you did there. Okay, schmeiß mit Steinen nach Geister-Pokémon. Ha! Das ist natürlich so viel besser, Surprise. Als sie zu treten. Ich finde so geil, dass Normal- und Kampfattacken physisch nicht treffen, aber irgendwie Tackle oder. Aber Tackle. Tja, aber, ich bin Miss Leaf, der Rebell. Sleeve. Sie sleeve gerade. Sleeve? Sie sleeft. Achso, sie sleeve. Wenn sie wieder aufgewacht ist, kann man sagen, sie sleeft. Oh, Traumfresser. Eine sehr, sehr böse Attacke. Ja. Sehr stark und gibt dir HP. Das ist nicht Traum wohl gefressen. Flame Drummon. Na Leute, wer kennt es? Was? Flame Drummon? Ja. Hier, ich kenn's nicht. Denn du bist ein Lauch. Ist doch egal, wir verbrennen den Geist einfach. Er hat natürlich eine sehr, sehr starke spezielle Verteidigung. Die Zähne sehen auch sehr geil aus. So hier, so sehen die aus. Ha! Es brennt! Ha! Entbrennt! Ho! Brennt! Oh Gott, also was ist eigentlich falsch mit uns? Was ist eigentlich denn? Aber Scheiße. So ein brennendes Geist-Pokémon, ist das so ein bisschen so... Ha! Rider, wie ist der Ghost Rider-mäßig?
Ja, so ein bisschen. Und zum Schluss noch ein Alp-Ollo. Alpen-Ollo. Ein Alpen-Ollo. Oder ein Ollo. Oder ein Ollo. Alp-Ollo. Mein Freund kann auch selber Emo sein oder ein Alp-Ollo. Was? Oder ein Alp-Ollo? Oder was ist denn bitte ein... ein Bollo. Ein Alp-Ollo? Ein Alp-Ollo. Ein Alp-Ollo. Ein Alp. Alp-Emo und Alp-Ollo. Ein Alp-Ollo. Die sind, übrigens, so gut. Die sind übrigens fast so schlimm wie die Selfie-Stick-Verkäufer. Der bitte? 5, 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro, 5. One by one? Very cheap. Selfie-Stick-Verkäufer. Ah, sehr schön. Übrigens, wurde mir heute die Frage gestellt, und sie ist total berechtigt, ob es denn irgendwo in Paris auch Rosenverkäufer gab. Und Tatsache, wir haben nicht einen einzigen Rosenverkäufer gesehen. In der Stadt der Liebe. Stimmt. Aber dafür Selfie-Stick-Verkäufer ohne Ende, die Ende quasi ja, umrannten. Weil das die neue Form der Liebe ist. Selfie-Sticks. Ey, du, Selfie-Stick. Gibst du mir deine Nummer? Oder wollen wir mit dem Selfie-Stick ein Selfie machen? Ey, du. Oh, ja. Wie wär's, du und ich, heute Abend, Selfie. Hey, wie wär's, wir drei? Wie wir drei? Na, du, ich und der Selfie-Stick. Das kann man auch falsch verstehen. Naja, Nee, eigentlich kann man es eindeutig nur verstehen, oder? Das könnte ein Verkaufstrick sein. Die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten sind gerne Grenzen gesetzt. Ich darf nicht mit so einem rassistischen Akzent sprechen. Das muss mir echt ein. Oh, wie geil ist das? Der Begriff rassistischer Akzent ist auch sehr geil. Stimmt. Nicht in den Ton. Es gibt russische Akzente, es gibt polnische und türkische und es gibt den rassistischen Akzent. Das ist halt der nicht echte Akzent, ne? Achso, ich dachte, das wäre der Nazi-Akzent. Oder ein Bollo. Jetzt lacht das Kind, siehst du? Ich habe eine andere Idee. Okay. Wir machen es nicht. Schon wieder. Fracht nehmen. Okay, wir versuchen es noch einmal. Tja. Schlaf, kleines Flame. Schlafe gut ein. Du wirst gleich sterben, du dummes Schwein. Schläft erst einmal unser Flame. Wirkt es im Kampfe wahrlich lame. Doch dann holen wir unser Knuffhänser raus. Und das macht Apollo dann den Gar aus. Du hast gerade ein aus echter Morphos. Ja, nein, ich habe Gar. Aus? Ja, raus. Ja, Mann! Frau! Beine. Komm bitte, lass es reichen. Es reicht nicht. Doch, es reicht. Der Phantomorden ist unser! Hast du gerade nachgeguckt, erstmal wie er heißt, ne? Hä, das hast du doch gerade in der Pause schon erwähnt. Echt? Lachs! Den Phantomorden. 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 Sind wir jetzt ein Fan von Tom? Ja. Wer Phantom? Guck mal, wir haben fast. Ja, ganze Folge. Deswegen haben wir jetzt auch am Ende noch so rumgehabert. Wir hätten viel schneller unsere Pokémon wieder aufwecken können und so, aber das haben wir extra gemacht. Ach, wir brauchten den Orden, um Surfer benutzen zu können. Ah. Genau. Wir nehmen auch dieses TM30. TM30 ist das Spuckball. Wenn irgendjemand Spuckball sagt, dann muss ich ihn schlagen. Es tut mir leid, ich hatte den Satz noch nicht gesagt, bevor du es gesagt hast, aber ich hasse es, wenn Leute Spuckball sagen. Da ist kein CK und gerade du als Linguistiker. Mann, ich als Computer-Oder heißt das. Ich weiß doch, dass es Spuckball ist. Es ist nur so unheimlich lustig, wenn man sich vorstellt, wie so ein Nebulak. Verringert die Spezialpartei. Bitte. Entschuldigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Oder? Wir machen es nicht. Danke fürs Zurückkatapulten. So. Fixiert die Pokémon-Arena-Leitung. Hier. Das bisherige Silber. Genau, bisherige Sieger. Silber. Sehr geil, finde ich auch, wir fallen da runter und kommen von oben wieder, aber egal. Fuck Logics. Es ist eine Geisterarena. Da ist halt Gruselbusel. Villa.
So, wir beleben unsere Pokémon noch schnell wieder. Machen sie wieder fit und kommen jederzeit wieder vorbei. Also, schön, da war mein Gedicht echt besser. Ich weiß ja nicht, was du für ein Problem hast. Ich habe kein Gedicht gesagt. Du hast gereimt und das nicht mit ohne Nicht-Absicht. Was? Ich habe gereimt? Also, das muss ich mir gleich nochmal angucken, ob ich wirklich gereimt habe. Also, entweder habe ich das verhört oder du bist. Okay, Leute, wenn ich gereimt habe, schreibt es mal in die Kommentare. Mir ist es gerade nicht bewusst. Also, das war dann wirklich nicht beabsichtigt. Du bist so ein nach Aufmerksamkeit fischendes Opfer. Schreibt in die Kommentare. Willst nur, dass du. Wir werden noch berühmt. Eines Tages, ich verspreche es dir. Deal. Handshake. So. Okay, Leute. Aber die Berühmtheit muss noch warten bis zur nächsten Folge. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschüss. Tschö mit Ö.